So, meine lieben Passingerinnen, meine lieben Passinger, heute der Jens mit einer Foto- und Bilddokumentation am Passinger Bahnhof. Und für diese Film-Doku bin natürlich ich an meinem Handy, wie immer. Und für die Fotodokumentation, ja, wie funktioniert das? Das sage ich euch. Da habe ich jetzt einen lieben Freund von mir. Einige kennen ihn auch. Er ist nämlich auch ein Dokumentar, naja, Fotograf kann man schon fast nennen. Das ist der Stefan Aschenbrenner. Und die meisten kennen er aus der Pappschachtel, nicht weil er da gewohnt hat, sondern da gab es eine Ausstellung, altes Passing, neues Passing. Stefan, grüß dich. Ja, so Passinger. Servus Passing, grüß euch. Und wir beide sind heute auf einer, ja, man kann schon fast sagen, historischen Mission. Fotoexpedition durch den Passinger Bahnhof, ganz genau. Und wir müssen das ein bisschen so rumstellen, haben wir ein bisschen recht. Und zwar wollen wir heute, oder wir sind ja eigentlich beim Franz, sind wir drauf gekommen, ja. Ja, beim Franz im Biergarten. Ich habe gesagt, eigentlich ist es fast schon, naja, ein Kunstwerk, dass der Architekt es geschafft hat, wirklich hier Altes mit Neuen so zu verbinden. Und ihr wisst ja, meine Homepage heißt ja auch immer Moderne und Tradition. Und hier ist das meines Erachtens per excellence. Das ist überhaupt keine Frage, ja. Irgendwie hat es geklappt. Schön, dass man die alten Sachen da integriert hat, in die neuen rein. Ja. Und jetzt haben wir alle was davon. Und welche alten Sachen, die da rein integriert haben, ja, und wie die ausschauen, habe ich einmal mit, weil ich natürlich mit meiner Kamera nicht unter Bitterlein komme. Und deswegen macht der Stefan Knipsi. Genau. Ja, der war nicht sagen, ich habe meinen Fotografen gefragt von der TZ und gesagt, hast du mich schon geknipst? Da war er stocksauer. Nein, er hat mich fotografiert. Also wir beide gingen es, kommen gleich wieder und schauen jetzt einmal, wo die alten Highlights zu finden sind. Bis gleich. So, nochmal. Also hinter uns sieht man ja schon diese alten Backsteine, Stefan. Richtig, ja. Und ich habe mal altes Foto gesehen, da waren ja natürlich total verkraut und sowas, aber sind das wirklich die Originalsteine? Weißt du da mehr drüber? Das ist die Originalbausubstanz. Ja. Die ist im Zuge der Renovierung, ist das im Grunde alles freigelegt worden, als Sand gestrahlt, sauber gemacht, tippitoppi hergekriegt. Das ist die Originalbausubstanz von 1848. Und was mir auch auffällt, und deswegen hast du ja deine Kamera mit, mich würde mir das hier, ich komme nicht so weit hoch, da oben das Giebel, der Dachstuhl, der ist ja noch aus Holz. Also meinst du, dass das die Originalhölzer sind? Das sind die Originalhölzer. Das hat man beim Renovieren hat man das wunderbar gesehen. Das musst du jetzt unbedingt mal mein Passinger knipsen. Fotografieren, Entschuldigung. Und hier, mein lieber Stefan, das ist ja, also können wir ja ruhig ein bisschen Werbung machen, weil das Alex ist ja die Gastronomiebetrieb, der Gastrobetrieb, der da drinnen das Ganze betreibt. Bin froh, dass du am Platz sein, muss man auch sagen, hochwertige Gastronomie. Auf jeden Fall. Sitzt ein bisschen draußen und so weiter. Aber hier hat man ja, wenn man beim Alex sozusagen reinkommt, ein kleines, rechts so kleines Steinhäusel. Ich zeig's schon mal meinen Passinger, schaut's da, das ist da, meine. Und ähnliches ist ja auch links. Weißt du denn, was da drin war? Oder kann man das? Ja, das waren die Seitenflügel des eigentlichen Hauptbaus vom Bahnhof. Mhm. Jetzt speziell in dem da. Da war ursprünglich drin der sogenannte Wartsaal für die allerhöchsten Herrschaften. Das heißt, man hat natürlich, wenn man das gebaut hat, muss man damit rechnen, dass jederzeit einmal dabei ist, wenn ein König vorbeikommt mit Gefolge. Mhm. Der muss ja irgendwo standesgemäß auf Abfahrt des Zuges warten können, der gute Mann. Also man hat es im Vorfeld sozusagen schon angedacht. Richtig. Falls der mal kommt, der gute Mann. Man weiß ja nie. Also ja. Sind wir jetzt theoretisch auf den Spuren des Königs? Oder der bayerischen König, ja. Im Prinzip, sind wir? Ja, letztendlich. Leider Gottes hat sich nicht ergeben, dass der bayerische König, welcher auch immer, ja, hier jetzt leider nie vorbeikommen, aber man weiß ja nicht. Es könnte ja sein, dass der. Keine schlechte Idee. Ja. Und bayerisch-königlich können wir heute vielleicht noch reinsetzen, weil ich habe eine schöne Weste noch. Da. Ja. Der Kini ist immer dabei. Mhm. Also, königliche Rundreise heute in und um den Bahnhof. Wir schauen jetzt mal, nebenan ist nämlich ein ähnliches Gebäude und vielleicht weiß der Stefan auch zu uns zu berichten, um was da geht. Aber was mich auch fasziniert, ist da oben, wenn man genau hinschaut, ging er ja, ich bin ein Maurer. Übrigens, die Leute wissen nicht, ich habe gelernt, bin gelernter Maurer, komm jetzt. Und da hat man diese Steine, die muss man dann oben vergipsen, hier als Säule hoch gemauert und oben, ja, gibt es da so richtig schöne Quersteinverzierung und dann kommen die Holzbalken. Und der Stefan macht das hier, Schatz, alles schön. Die Bude dazu. Ein Traum. So, und jetzt sind wir im Tier kurz rumgegangen. Und zwar ist das hier dieses jetzt, ja, sag mal, eine Art Shoppingmeile geworden. Ja. Und das kennt ihr, da ist der Butler drin und so weiter. Ich schwenke jetzt mal rum, also wir stehen jetzt genau hier. Und Stefan, was war denn an dieser Stelle?
Muss ich echt fragen. Also da waren tatsächlich die Gleise. Gleis 1 vom Pasinger Bahnhof. Ja. Also wir stehen eigentlich jetzt auf die Gleise? Ja, so da, wo diese Glasfassade ist, da war das Gleis schon. Da haben dann die Züge auf Abfahrt gewartet. Mhm. Hinter uns die Halle dort, das war die ehemalige Bahnhofshalle sozusagen. Ja. Wenn man sich die Glasfront wegdenkt, das war Bahnhofsvordach. Mhm. Da haben dann entsprechend die Leute gewartet, bis der Zug kommt, bis der abfährt, mhm, Richtung München oder wohin auch immer. Da haben wir ja auch schon mal, ich bin immer im Gespräch mit auch älteren Pasingern, man muss ja immer Gas geben, weil viele bleiben ja nicht mal übrig so lange, aber es sind auch noch viele dabei, die ein paar Jahre machen, muss man auch sagen. Und die sagen halt immer, naja, das ist ein internationaler Bahnhof. Stefan, ist es denn ein internationaler Bahnhof oder warum ist immer die Diskussion, Pasing ist doch ein internationaler Bahnhof oder hast du da eine Idee? Ja, international insofern, es ist schon wichtig. Pasing ist der viertgrößte Bahnhof in ganz Bayern. Mhm. Ja, das muss man einfach sagen. Wir haben insgesamt 85.000 Fahrgäste pro Tag. Mhm. Ja, dazu kommen noch etwa 40.000, die den Fußgängertunnel hin und her zwischen Nord und Süd verwenden oder für sich nutzen. Ja, das ist schon mal nicht wenig. Ja. Also, und letztendlich, seit 1990 oder was, hat man sich auch durchgesetzt, ist es hier ICE halt, ja, also, dass die ICE seinerzeit eingeführt wurde. Ja. Und hat wirklich hohe Bedeutung, der ganze Pasinger Bahnhof. Du hast ja auch schon mit mir vor uns gesagt, wir waren schon kurz im Schweizer Hof, da haben wir Radl getrunken und dann hast du gesagt, gebaut ist der Bahnhof wann nochmal? Der alte Bahnhof ist 1847 gebaut worden. Das war das Nachfolgeding. Die Eisenbahn kam am 1. September 1839 nach Pasing. Mhm. Das war damals eine Privatbahn, die München-Augsburger Eisenbahn. Und die haben einfach hier bloß eine Holzbaracke hingestellt, war bloß ein schlichter Haltepunkt. Ja, dann ist die Eisenbahn 1840 nach Augsburg verlängert worden. Mhm. Ja, und seitdem ging es aufwärts mit Pasing. Ja, da ist dann Handel und Wandel, Gewerbe hat sich angesiedelt. Und dann war die Holzbaracke natürlich irgendwann zu klein, 7 Jahre später, dann hat man diesen Bahnhof hier gebaut. Ja. Aha. Ja. Mensch, klasse. Also, mein Stefan, jetzt gehen wir mal runter und in Richtung Hauptgebäude. Das machen wir. Oder? Komm, perfekt. Wir kommen gleich wieder. So, sind wir bloß ein paar Meter weitergegangen. Und da ist ja sozusagen auch wieder so ein kleines, ich finde es ja wirklich süß mit diesen Backsteinen. Wenn man vor dem Alex steht, ist das sozusagen das kleine linkere Gebäude. Und was hat das geschichtlich auf sich von damals? Da war dann die Gepäckabfertigung, die Reisenden haben da ihre Koffer aufgegeben und die Güterabfertigung. Also wenn irgendwas zu verschicken war oder sowas, dann wurde das hier in den Büros abgewickelt. Klasse. Und jetzt sitzt ihr ja schon, jetzt stehen wir wieder hier in dieser kleinen Passage und da drüben, ja, da gehen wir jetzt rüber, da geht es jetzt. Hauptgebäude. Und da oben, mein Stefan, wenn ich das einmal so sehe, ich bin ein alter Maurer, da hat man oben tatsächlich, ich zeig's mal, ob man es irgendwie sieht, da oben hat man dieses kleine runde Fenster und oben so ein kleines Kreisel, das ist meistens zum Lüften gewesen, ja, von dem Dachstuhl oben. Ja. Das musst du unbedingt hier. Mama. Danke. Und jetzt sind wir bloß ein paar Meter weiter und hier ist ja der Durchgang, lieber Stefan, da, wo man durchgehen kann. Also einer von zweien, ja. Einer von zweien, aber das war ja schon immer der Durchgang, das oder? Das war schon immer Durchgang, richtig. Das kann man auf alten Fotos sehen. Das ist erbaut worden im Zuge des neuen Bahnhofs, 1873 hat es diesen Durchgang gegeben. Ja. Und ja, auf alten Fotos kann man das sehen, da konnte man schon immer durchgehen. Das ist und das ist eben das, was ich immer meine, hier hat man eben dann wirklich Tradition und Moderne. Hier hat man ja wirklich dann, man sitzt ja hier, also da braucht man jetzt nicht lange erklären, wie der Kunststil heißt, nämlich Moderne. Und hier drüben gehen wir jetzt gleich rüber, Stefan. Ja. Da fliegen auch die Täubchen, da müssen wir auch noch was dazu gleich mal sagen. Da gibt es nämlich eine große, also so eine riesen Taubenplage, wie es immer ist, kannst du dir mal einfangen, die hübschen Brieftauben, vielleicht sind es Brieftauben, man weiß es ja nicht. Das glaube ich nicht. Und also so eine riesen Taubenplage, wie sie berichtet haben, ist es meines Erachtens nicht. Und jetzt gehen wir mal rüber, weil dieses kleine Teil da drüben ist... Ja, der Anbau. Der Anbau. Und jetzt stehen wir, also wenn man, ich muss es immer so meinen Pasinger erklären, wenn man also vor dem Bahnhofsgebäude steht, ist das jetzt sozusagen der rechte Seitenflügelteil. Und was war da drin, lieber Stefan? Du kennst ein bisschen besser aus, hast du ein bisschen mehr informiert wie ich. Im Grundkonstrukt ist der große Bahnhof, der ist 1873 erbaut worden, weil der alte viel zu klein worden ist durch den steigenden Verkehr. Ja. Wir haben ein Haupthaus und wir haben zwei Seitenflügel. Ja. Und in den Seitenflügel, in dem, wo wir jetzt stehen, da war bis 1891 auch der sogenannte Wartsaal für die allerhöchsten Herrschaften drin. Mhm. Aber da haben sie dann irgendwann gemerkt, dass der König einfach nicht mehr kommt, aus irgendwelchen Gründen. Ja. Deswegen hat man dann da später auch Dienstwohnungen für die Bahnbediensteten eingebaut und hat gleichzeitig beide Seitenflügel um ein Drittel nach hinten raus verlängert, um einfach Platz zu haben. Und das war auf beiden Seiten so. Da hat der Stationsvorsteher, der hat auf der anderen Seite wohnt sozusagen, oben drüber waren auch Büros und Eisenbahner, die da gewohnt haben. Ja, und das Schöne ist, wenn man hier so steht, ja,
Ich mache jetzt mal einen Schwenkel. Dann kann man hier natürlich sehen, sind wir drin im Bahnhof. Und diese ganzen, auch hier Verbindungen zwischen Moderne und Tradition, zeigen wir euch Passingen. Und deswegen bin ich froh, dass er seine Kamera dabei hat, weil da so hoch komme ich nicht. Das sind richtige Kunstwerke dabei. Doch, er knipst schon für mich. Und was hat er knipst? Fotografiert, ich weiß, mein lieber Stefan. Was hat er fotografiert? Das zeigen wir euch auch gleich. Ja, und immer wieder, habt ihr es einmal in der Zeitung gelesen, gibt es ja immer, naja, Taubenplage hin, Tauben, ich kenne keinen Bahnhof, wo keine Täubchen sind. Und dann hat man, damit sich die Tauben, mein lieber Stefan, vielleicht kannst du das nochmal fotografieren. Ja. Aber die Tauben sind ja nicht blöd, schaut da rum. Die sitzt natürlich nicht da, wo die Stacheln jetzt sind, weil hat man ja so Stacheln drauf gemacht, sieht man am Foto beim Stefan gleich viel besser. Sie setzt sich einfach aufs Kabel, was da rumeinander hängt. So macht das die Taube. Genau, mein lieber Stefan, danke, dass du es einhältst hier oben. Ich kann es, wie gesagt, nur mal kurz zeigen, von was ich spreche. Alles weiter dann immer auf den Fotos zum Sehen. Sind die Säulen, ja, hat man alles erhalten aus diesem alten Gebäude. Und da oben, fast schon ein Kunstwerk, aber vielleicht mit der Kamera besser zu sehen, eben die Verzierungen, ja, aus diesem Stil. Ich glaube, der Stefan weiß ein bisschen mehr, was haben wir denn oder von welchem historischen Stil spricht man denn bei diesem Bahnhofsgebäude? Das ist die sogenannte Neo-Renaissance. Renaissance war ein Kunststil, ich sage mal im 17. Jahrhundert, so 1600 war zerquetschte, mit viel Ornamentik und so weiter und so weiter. Und in den 1873, als dieses Bahnhofsgebäude gebaut worden ist, hat man gedacht, das ist eine gute Idee. Beziehungsweise war da auch der Zeitgeist, ja, das ist in der sogenannten Neo-Renaissance aufzubauen, das heißt mit viel Schnickschnack und Schnörkel und so und mit viel floralen Mustern und solche Dingen. Klasse, das hat man schön auch gefunden damals. Das sieht man ja auch in den Fotos ganz toll. Und jetzt stehen wir ja hier vor der Uhr. Jetzt weiß ich nicht, ob die da immer schon hing oder wo die ursprünglich war. Das wissen wir jetzt auch nicht. Das ist jetzt extra anders aufgeworden. Ja, oder? Also alt ist die nicht hier. Es gab ja immer die Diskussion von der Außenuhr. Da war da früher so ein ja, der Big Ben von Passing hat es gewusst. Big Ben, ja. Die ist weg. Also, ist komplett weg gewesen. Das hat man immer bekommen. Was ist aber heute, und das muss man vorstellen, ich, der Jens, der von Passing alles weiß, brauche einen Stefan Aschbrenner, dass man mal nach oben schaut, zeig mal euch dann gleich, dass da oben trotzdem eine Uhr ist am Hauptgebäude. Das schauen wir uns nochmal. Habe ich heute erst gesehen, also da gehen wir gleich nochmal hin. Und hier stehen wir natürlich an dem Durchgang von der Süd zur Nordseite. Gehen wir nämlich da durch, das wisst ihr ja. Übrigens, was man ruhig mal nebenbei erwähnen können. Auf der anderen Seite gibt es ein ganz knippiges italienisches Restaurant. Ja, kann ich nur empfehlen. Auf der anderen Seite gehen wir aber auch noch rein, ist aber nicht heute unser Thema. Hier ist natürlich dann, wenn man mal blendet, die Leute wissen es ja, haben sie dann die Geschäftszeilen angesiedelt. Hier der Jürmas, der war ja, Jürmas war schon immer ein Passing, also zumindest die letzten 15 Jahre, was ich mir erinnern kann, war der Jürmas da. Bin aber ganz froh, wenn ich mal sonntags was zum Essen nicht daheim gehabt habe, kriegt man hier was, in dem Fall mal kurze Werbung. Für unseren Herrn Jürmas, weil er schon so treu und lang am Bahnhof auch ist und der Richard auch. So, mein lieber Stefan, erzähl uns da mal ganz kurz, was du hast schon gesagt, wegen den Gleisen. Ja, also hier waren direkt am damals der Richard ist und der Jürmas, da waren früher die Gleise, Gleis 1 und Gleis 2 vom Passinger Bahnhof. Ja. Und das war ein Projekt, das war in den 40er Jahren, hätte man das schon machen wollen, aber da kam der Krieg dazwischen, hat man keine Zeit mehr gehabt. Was war das nochmal? Der Umbau zwischen 1951 und 1958. Okay. Ja. Und weil das Ziel war, dass man einfach schneller durchfahren kann von Augsburg kommen zum Münchner Hauptbahnhof. Ah, ja. Deswegen hat man den ganzen Gleiskörper um 60 Meter nach Norden verschoben und weiß nicht, 3-4 Meter oder so nach oben. Okay. Ja. Dabei ist dieser Tunnel da entstanden. Ja. Ist der Tunnel entstanden im Zuge dieser Umbauarbeiten. Und da hat man den ganzen Badinger Bahnhof neu gestaltet sozusagen, ja, damals schon. Ja. Und das war damals mit einer der modernsten Bahnhöfe in ganz Bayern. Und das war einfach tippitoppi, alles wunderbar, alles neu. Und seitdem ist die Situation so, wie wir sie heute sehen. Also, jetzt gehen wir mal noch wieder hier unten durch und vor allen Dingen dann wieder raus. Und dann musst du mir unbedingt nochmal die Uhr zeigen. Schauen wir das mal von vorne an. Und dann gehen wir mal die Fassade von vorne. Genau. Wir warten jetzt auf die Fassade raus. Vorne hin. So, und hinter mir? Da ist auch noch ein altes Relikt, muss man auch sagen, was übrig geblieben ist vom alten Bahnhof. Und zwar die alte Beschriftung vom Wartesaal. Mein lieber Stefan hält das natürlich fest, da hinten. Und auch hier wieder muss man wirklich nochmal hoch die ganzen über den Türen.
mit Liebe zum Detail. Und man hat wirklich die alten Sachen wieder mit eingebaut. Da oben guckt wieder ein Täubchen. Ja, der fällt alles fest. So, und jetzt stehen wir hier, also wie gesagt, auf der Frontseite oder tatsächlich immer auf diesem Bahnhofsplatz. Stefan macht ein paar Fotos und was mir überhaupt nicht aufgefallen ist, mein lieber Stefan, da oben ist ja auch eine Uhr. Ja. Aber das kriege ich mit meinem Handy leider nicht dran und deswegen macht er jetzt für mich das Foto von dieser schönen, ob sie historisch ist, wissen wir nicht, müsste man nachfragen. Was ich aber auf jeden Fall in Erfahrung gebracht habe, weil mein lieber Stefan, mich hat das immer gewundert, dass da oben ja, zum Teil die Fenster aufstehen und dann sage ich, ja, wir machen die wieder zu, wenn es regnet. Das sind also die wichtigen Sachen, die die Menschheit bewegt. Ja. Hat mir die Dame vom Schalter gesagt, kennt mich über Facebook übrigens, habe ich mich gefreut, und sagt, das sind die Bedienstetenwohnungen. Also sie wohnen zwar nicht, aber da haben die halt ihre Kleiderschränke drin. Oder wenn sie ihr Brotzeit machen wollen. Ich glaube, auch zwei Zimmer hat der Burger King angemietet. Also wo eben dann die Angestellten sich einmal zurückziehen können, eine Brotzeit machen können, sich umkleiden, frisch machen oder auch was kochen mit einer kleinen Küche. Ganz früher gab es auch einen sogenannten Bahnhofsvorsteher. Den gibt es hier nicht mehr. Der hat sich sozusagen als Passing zurückgezogen und ist jetzt am Hauptbahnhof in der Innenstadt tätig. Genau. Also wissen wir das auch, da oben an den etwas, manchmal auch schon ein bisschen von Tauben besuchten Fenstern, sind die Bediensteten drin. Und hier stehen wir jetzt, da muss man wirklich mal eins sagen, lieber Stefan, also ich wohne ja nun schon also so viele Jahrzehnte in Passing und ich muss sagen, also vor dem Umbau habe ich mich hier an diese Stelle nicht gewagt. War reichlich versifft. Das war jetzt kein Vorzeige-Prestigeobjekt, die Toiletten, sage ich jetzt mal, um jetzt das böse Wort zu benutzen. Also das war oder ist immer noch eine Bereicherung, dass es erstens verschwunden ist und das ist jetzt, finde ich ganz hübsch, schaut mal, Stefan, vielleicht machst du ein Foto, ja. Dass jetzt die Frauen und, oder die Herren der Schöpfung und die Damen natürlich wissen, wo es rein müssen. Und da haben sie da oben, Schatz, Stefan macht ein Foto, das in der alten deutschen Schrift auch wieder sozusagen integriert. Integriert. Da hinten haben wir dann, vielleicht kann man das einmal auch nochmal zeigen, Stefan, die alten Lampen wieder verwendet. Ja. Die alten Bahnhofslampen da oben, die brennen auch schön am Dock. Da. Machst du mal schön ins Pudel. Genau. Ja, und das ist halt wirklich, ich muss es nochmal wiederholen, eine Symbiose von alten Sachen und auch von den neuen, also moderne und Tradition hat man hier wirklich ganz toll verbunden. Der Hund schimpft schon, ich und der Stefan, vielleicht findet man noch was Interessantes. Wir gucken uns jetzt da rein bei dem jungen Mann, der übrigens ein Taubenplagenproblem hat. Ja, da trinkt man seinen schönen Kaffee ja, und der Wasserle. Und dann kommen wir gleich wieder für die Passinger. Also, bis gleich. Bis gleich. So, meine lieben Passingerinnen, meine lieben Passinger. Das war heute hier der Stadtrundgang, der Passinger Stadtrundgang vom alten Bahnhof Passing. Ich, der Jens und mein Freund, der Stefan Aschenbrenner, der ja auch die Dokumentation Altes Passing, Neues Passing gemacht hat, muss man ja auch mal erwähnen. Und alles Weitere, wie immer, auf www.passing-münchen.de und beim Stefan auf foto-aschenbrenner.de. Da kann man sehen, was ich sonst noch mache. In diesem Sinne, für's euch. Alles Gute. Ciao.